Hallo und herzlich willkommen. Heute spielen wir eine Runde Banished. Hatte ich mal wieder Bock drauf? Für alle Leute, die es interessiert, das hier wird unser Kartenziel sein. Und die Stadt heißt natürlich nicht Girona, sondern... Na komm, brauchen wir ein großes O, ne? Old New Town. Gelände zu Täler, Terraingröße natürlich groß, Klima gemäßigt, mit Katastrophen natürlich und mit mittleren Startbedingungen. Denn ich persönlich stehe total da drauf, ganz am Anfang, wenn man die Stadt errichtet hat, na, sagen wir mal nach 2, 3, 4 Jahren direkt der erste Tornado durchzieht. So macht das Spiel Spaß. Also, wir machen die Katastrophen an. So. Eisenadern werden erstellt, auch relativ wichtig, ne? Ohne Eisenadern gibt es kein Eisen. Und wie es so üblich ist, wird das Spiel direkt am Anfang von mir pausiert. Dass wir uns erstmal hier ein bisschen umschauen können. Das ist geil. Wir haben massenhaft Platz. Setzen wir mal direkt hier drüben den Markt hin und wird auch direkt pausiert. So, ich weiß, eventuell ein sehr merkwürdiger Schnitt jetzt, aber ich hatte keinen Ton. Und ohne Ton macht das Spiel einfach keinen Spaß. Okay, jetzt wo wir hier drüben den Marktplatz sitzen haben, fange ich gerne damit erstmal an, einen Acker zu bauen. Die maximale Größe von einem Acker ist 15 mal 15. So, 14, 15. Und dort neben direkt der Obstgarten. Und neben dem Obstgarten setzen wir schon mal auch maximal 15. Kriegen wir eine 16 hin? Nein. Die Viehweide, die können wir auch direkt pausieren, aber dann haben wir die schon mal. Hier werden natürlich dann auch erstmal Wege gezogen. Einmal drumherum. Ja, bis hinten geht natürlich jetzt nicht. Aber das ist kein Problem. Oh, habe es direkt hier zusammengebaut. Halb so wild. Halb so wild. Hier drüben kommt natürlich dann auch noch eine Fischerhütte hin, die wir mit der R-Taste drehen können. Ja, perfekt. An den Weg dran, pausiert. Hier oben können wir dann auch einen Handelsposten hinsetzen, der später ja sehr relevant sein wird, um meine geliebten Tierchen zu kriegen. Oh, komm, den möchte ich hier schon einigermaßen ordentlich haben, den Weg dazwischen. So, das ist jetzt die Frage. Werde ich jetzt hier... Ja, hier drüben möchte ich dann jetzt mein Forsthaus bauen. Wie gesagt, wie alles am Anfang, es wird erst alles pausiert, damit die Arbeitsaufträge nach für nach abgearbeitet werden können. So, neben dem können wir auch direkt schon mal einen Kräutersammler bauen. Wie gesagt, pausieren, pausieren ist ganz wichtig, sonst hat der Bauarbeiter nachher so viel zu tun. Die Jagdhütte und natürlich den Sammler. Weg. Ja, sieht doch ganz gut aus, oder? Ich möchte einmal schauen, ob ich jetzt hier einen Weg drüber bauen könnte. Ja, klasse. Dann möchte ich direkt den Weg hier unten lang ziehen. Dann schauen wir mal, ob wir hier auf der Seite ein paar Minen hinsetzen können schon mal. Einfach nur die Blaupause. Ja, perfekt. Einmal hier. Und weiter rein. Nein, dort. Da kommt nachher die Kohlemine hin und die Eisenmine. Einen Weg darüber direkt. Und dann kommt hier unten der 10x10 Lagerplatz hin und Lagerhaus. Den Lagerplatz lasse ich direkt frei. Können sich die Menschen dann zwischendurch dran austoben. Und natürlich Wege. Denn hier unten wird jetzt Folgendes entstehen. Hier unten kommen jetzt ein paar Schmieden hin. Exakt 2 Stück erstmal. Ich meine, ist ja nachher noch unendlich erweiterbar.
Die möchte ich hier haben. Bam. Bam. Noch ein Forsthaus für die Zukunft. Einen weiteren Holzhacker. Und noch einen Sammler auf jeden Fall. So, dann ist hier ein bisschen Produktionsstätte. Das wird ja alles noch relevant. Habe ich hier schon Wege gezogen? Ich glaube nicht. Einmal so rum, einmal so rum. Dann haben wir ein paar Wege. Und das... Oh, als ob ich das so geplant hätte. Wie schön. Na, dann kann der hier direkt rüber. Ey, das ist geil. Wir kommen jetzt hier unten. Ja, machen wir gleich. Achso, mir fehlt noch ein Holzhacker, oder habe ich den... Nein, den habe ich noch nicht geplant. Ein Holzhacker fehlt mir hier oben noch. Ne, für diese Hütte. Und die stellen wir direkt hier drüben hin. Direkt daneben. So, und jetzt kommen wir erstmal in die ganzen Einstellungen. 1, 2, 3, 4, 5. Der kommt hier nach rechts. Der kommt hier hin. Den hätte ich gerne hier unten. Und der hier oben. So, wir machen jetzt erstmal hier einen Bauarbeiter und drei Bauern und lassen das Spiel schon mal langsam laufen, während ich den ganzen Rest hier schon mal einstelle, wie ich es gerne hätte. So, können ruhig die Ressourcenlimits, kann man ja lesen, schön hochhalten, aber hiervon nicht ganz so viel. Macht einfach nur Lager sinnlos voll. So, und wie man sieht, die fangen jetzt auch schon direkt an, sich hier zu bewegen. Am relevantesten für mich ist jetzt erstmal, dass dieses Feld frei wird. Damit wir da direkt Nahrung anbauen können. So, sobald das jetzt gleich getan ist, wie jetzt, suche ich mir aus. Kohl, Kartoffeln. Wir wollen natürlich Kohl. Und jetzt gehen wir Richtung Forsthaus und Holzhacker. Ich möchte, glaube ich, auch direkt die Fischerhütte mitnehmen, ja. Wir teilen dann direkt einen Förster ein, einen Holzhacker und noch einen Fischersjungen. Während die ganzen Menschen hier, 5 Stück an der Zahl, nichts zu tun haben, machen die Hilfsarbeiten quasi. Also alles andere. Na, Ressourcen verteilen und. Okay, so, die sind jetzt erstmal beschäftigt. Jetzt gucke ich erstmal, dass ich jetzt mein Haus hier gedreht bekomme. Weiter nach unten. Hier. Bin ich jetzt richtig hier? Jo. Hier kommen jetzt auch noch ein paar Häuser hin. Wer steht denn da unten im Weg? Das kann doch nur eigentlich der Bauarbeiter sein, der anfängt schon mal die Wege zu bauen. Na? Dorthin. Komm, eine Reihe Häuser geht noch, oder? Ne, wir nehmen erstmal die Holzhäuser. Ich meine, verbessern kann man die ganzen Menschen nachher so oder so. Achso, spiele ich mit Mods? Ja, ich spiele mit Mods. Zum einen, dass das Ganze auf Deutsch ist. Ist ja auch schon eine Mod. Und ich habe noch eine weitere Mod, die aber relativ irrelevant und uninteressant ist. Was ist uninteressant? Nicht. Und zwar ist das hier eine Steinbrücke. Das war's schon. Also ziemlich einfach. So, hier alles P noch. P, 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 Pausen. Hab ich alles? Markt ist dann daneben. Okay. Sehr schön. Dann kann ich jetzt langsam mal anfangen, hier Tempo zu erhöhen. Und was ich jetzt noch möchte, dass ihr mir... Habt ihr das hier noch schon noch nicht fertig? Dass ihr mit das hier unten alles platt macht. Jeder, der nichts zu tun hat hier mit Aufbauen und Abreißen, also ne, Aufbauen, Planieren, wie auch immer, räumt jetzt erstmal den ganzen Mist hier auf. Na komm, die Fischerhütte ist jetzt auch gleich fertig, das ist auch schon mal ein gutes Zeichen. Ja, da können wir schon mal ein paar Fische sammeln.
Ja, man sieht auch hier ganz schön, wie die Leute hier das, die Felder bestellen. Alter 20 Jahre alt, Inelia. Das ist, muss ich mal sagen, ich habe ja gerade vor kurzem eine Demo gespielt, nennt sich Patron. Oder Patron. Die leider auch nur auf Englisch verfügbar war, was mich jetzt bei so einem Spiel jetzt nicht allzu sehr stört. Aber es war fast genauso wie Banished. Was insofern ganz cool war, es hatte ein paar Neuerungen, wie zum Beispiel Münzen. Dass, also, dass man Steuern erhebt und auch mit diesem Geld gezwungen ist zu bauen. Die Idee fand ich ganz cool. Was mich aber stört, ist einfach, was mir gefehlt hat, ist, hier kann ich Menschen anklicken. Die haben einen Namen. Also die sind nicht einfach irgendwer, einfach so irgendwelche Bots oder so Mist. So, könntet ihr euch jetzt mal beeilen, hier den ganzen Kram fertig zu bauen. Die beiden Sachen müssen jetzt mal fertig gebaut werden, bevor ich anfange, die Häuser hier startklar zu machen. Vielleicht sollte ich einfach einen zweiten Bauarbeiter reinsetzen. Dann geht's auch schneller. Aber ich kann jetzt ja schon mal in der Zeit, die sind ja eh da nachgebaut worden, machen mal 6. Ah, guck mal hier. Da ist auch direkt ein Kind erwachsen geworden. Kann also direkt mit dem vollendeten 16. oder 18. Lebensjahr hier. Oh, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich gehe aber davon aus, sagen wir einfach mal, dass es 16 ist. Das Kind ist jetzt 16 Jahre alt geworden und kann schon direkt mit anfangen zu arbeiten. Ja, so soll es sein. So, Leute. Man sieht auch jetzt schön, wir haben schon Spätsommer, wie die jetzt anfangen, hier den ganzen Kohl einzusammeln. Und die ganzen Menschen, die jetzt nichts Besseres zu tun haben, kloppen jetzt erstmal hier die ganzen Steine weg, die ganzen, das ganze Eisen, um Platz zu schaffen für Neues. In unserem Fall Wohnhäuser. Aber ich sehe, das dauert mir gerade zu lang. Also, was tun? Sobald die Bauern fertig sind, werden die ja mithelfen. Also, ich werde jetzt einfach warten. Mit etwas Glück wird es ein milder Herbst, so dass Leute nicht direkt abfrieren. Die Werkzeugvorräte sind fast aufgebraucht. Na, wir haben noch 24 Stück bei 11 Erwachsenen und 5 Kindern. Das wird wohl noch ein Ticken reichen. Aber das wird halt das nächste Projekt, was wir in Angriff nehmen, Leute. Ich verspreche es euch. Na, sobald wir jetzt erstmal... Ah, super. Das haben wir geschafft. Feld ist abgebaut. Und jetzt sammeln die Leute auch da schon. Man sieht es ja auch, der Vorräte. Und bringen die an die Baustellen. Schauen uns das mal an hier. Da fehlen noch Steine. Hier fehlen noch alles. Perfekt. Guck, da ist schon das erste Haus ready. Ready zum Aufbauen. Jetzt fehlen dann noch die Bauarbeiter. Ah, da ist schon eine Person dabei. 5 von 30. Ja, komm, schaffe, schaffe. Ja, wir sind schon im Herbst und die Temperaturen sinken. Als nächstes wird Unwetter erwartet. Super. Ein Haus reicht am Anfang eigentlich auch schon. Ja, zumindest für den ersten Winter. Ja, da werden jetzt nämlich Brennholz wird da reingebracht. Und wenn den Leuten kalt werden sollte, können die gerade schnell da reinrennen. Ne, sich auch wärmen. Und dann geht's sowieso schon wieder direkt an die Arbeit. Und Nahrung holen die Leute, die kein Haus haben, sowieso echt hier. Also, ich bin am Überlegen. Ich möchte jetzt noch einen Jäger als nächstes haben. Warum ein Jäger? Natürlich. Nahrung, ganz klar. Aber auch Leder. Leder benutze ich gerne als Zahlungsmittel hier für den Handelsposten später. Und wenn wir jetzt schon mal einiges haben an Leder, es kann ja nur besser werden. Was ich schon mal machen möchte ist, ich könnte ja schon mal hier eine Blaupause wieder machen. Ist das hier clever oder möchte ich lieber, geht das hier nach oben noch? Perfekt, hier nach oben habe ich auch noch genug Platz. Lassen wir den Weg mal frei. 15 mal 15 Acker. Aber das ist auch nicht ganz so clever. Denn es gibt ja auch noch sowas wie Seuchen.
kann man solchen sagen. 18 mal 18, 20. 20 mal 17 ist das Maximum hier. Ja, ich sage einfach mal solchen dazu. Bei denen die Felder befallen werden oder die Tiere befallen werden. Dass sie halt kaputt gehen. Punkt. Was soll ich da jetzt um einen großen heißen Brei rumreden? Perfekt, hier ist auch gleich unser sechstes Hütchen fertig. Nur noch zwei Leute sind ohne Obdach. Es bleibt auch dabei. Es sind nach wie vor zwei Menschen ohne Obdach. Das heißt, ich muss hier noch eins bauen. Aber zuerst kommt jetzt die Jagdhütte. Und die Sammlerhütte. Und wir machen in einem Run direkt die Schmiede hier unten mit. Die Holzressourcen werden dafür zwar nicht reichen, die wir aktuell haben, aber ihr könnt ja hier unten hinrennen. Und euch damit beschäftigen. Und deshalb werden wir jetzt hier einen Förster einstellen. Einen Schmied. Einen Kräutersammler und den Jäger haben wir sowieso. Ja, schön zu sehen, wir haben zwei reguläre Hilfsarbeiter also. Und drei Leute, die darauf warten, dass ihre Häuschen fertig werden. So, in der Zeit kann ich hier drüben ja schon mal ein bisschen weiter planen. Ich möchte oder ich sagen wir mal, wir müssten hier unten noch irgendwo einen Brunnen bauen. Problem ist, ich sehe ja hier nichts. Geht das so? Wir ziehen diesen Weg mal ab und dorthin. Genau. Ah, massenhaft Kinder werden wieder geboren. Ein Zeichen dafür, dass wir auch mehr Lebensmittel natürlich brauchen. Dann mache ich hier auch direkt zum Förster. Wir brauchen Holz. Man sieht es direkt, nur noch 7 Holz. Und aus dem Holz wird jetzt ja momentan nicht nur gebaut, sondern es werden ja auch Brennholz daraus geschaffen. Aber die Jagdhütte ist ja auch gleich fertig. Perfekt. Wer ist denn eigentlich der aktuelle Jäger? Kann ich das jetzt irgendwo... Dort. Da. Sorenza. 18 Jahre jung. Berufjäger. Gebildet ist er. Ja, das kommt auch noch zum späteren Zeitpunkt. Ne, da gibt's, können wir auch noch Schulen bauen. Wo die Kinder dann nicht so früh erwachsen werden drinnen. Aber danach sind die dann gebildet. Heißt, die sind einfach effektiver am Arbeiten. Gut. Jetzt habe ich erstmal das alles grob angeschnitten. Das dürfte fürs Erste reichen. Hoffe ich. Hier hatte ich doch einen Weg gebaut, ne? Da könnte ich doch jetzt auch hier... Sehe ich die Abmaße, ne? Ja. Perfekt. 1, 2, 3. 1, 2. Na komm, 3. Und hier nochmal eine Runde. 1, 2, 3. So, die werden jetzt auch wieder pausiert. So, dann sind die halt mit einer Warteschlange schon halt integriert. Das ist der große Vorteil. Sammlerhütte. Habe ich keinen Sammler eingestellt? Nein. Ich habe einen Kräutersammler angestellt, aber keinen richtigen Sammler. Sorry, Jungs. So. So ist es richtig. Der Unterschied zwischen dem Sammler und dem Kräutersammler. Der Kräutersammler sammelt Heilpflanzen. Werden wir später auch natürlich benötigen. Aber aktuell müssen wir mal schauen erstmal, dass wir Lebensmittel reinbekommen. Das ist viel relevanter. So, Leute. Was ist bei euch los? Hier fehlen noch Stein und Eisen. Ja gut, ihr seid auch nur zu zweit, die gerade hier rumrennen und arbeiten, ne? Ja gut, aber sobald jetzt gleich die drei Bauern fertig sind, die werden ja mithelfen. Denke ich, hoffe ich. Aber bis jetzt haben die es immer getan. Naja, hier ist auch noch nichts passiert, ne? So, die Bauern werden jetzt hier gleich helfen. Ja, guck mal, hier ist schon einiges passiert.
Ich weiß auch nicht, wo fangen die an? Fangen die jetzt hier unten an oder fangen die oben an abzureißen? Das blicke ich noch nicht so ganz. Fakt ist aber, ich habe zwei Bauarbeiter. Brauche ich zwei Bauarbeiter? Nein, brauche ich nicht. Was ich dann dafür nehme, ist der Verkäufer. Der ist gleich für den Markt. Und noch einen weiteren Bauern. Oh, der oben macht jetzt weiter. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nicht, dass mich das jetzt unzufrieden stimmt, aber... ist okay. Cool. Hier könnt ihr jetzt... der kann jetzt gleich da weitermachen. Das Lagerhaus müssen wir unten noch fertig machen. Ah, cool. Dann haben wir jetzt ja... ein komplettes Feld mit 4 Mitarbeitern. Und das teilen wir dann direkt wieder auf. So, dass wir... Nahrung produzieren. Okay, aber er rennt hier runter. Okay, die fangen jetzt wirklich hier schon an. Was ich gerade sehe, es ist Winter, es liegt kein Schnee und es ist 2 Grad warm. Ja, damit kann man leben. Und wir sind mittlerweile Spätwinter im Jahre 2. Spätwinter im Jahre 2, ja. Und wir leben noch. Ah, was ich noch bauen wollte. Was ich ganz vergessen habe. Was ich ganz vergessen ist mir Fundzwischendurch mal eingefallen. Sind die Brunnen. Ich wusste nur nicht exakt, wo ich die haben möchte. Einer hier. Die möchte ich gerne so an der Ecke haben. Einfach nur für die minimale Optik. Ich hoffe, ich habe jetzt richtig gesetzt. Frühlingsanfang. Ja. Wir sind mittlerweile im Jahr 3 angekommen. Frühlingsanfang. Ist das nicht schön? Der Regen peitscht und es donnert. Und ich verabschiede mich mit der ersten Folge. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst mir bitte ein Like da. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dann, denn ciao.